So, zusammen mit Adventure René. Wir haben ja beim letzten Mal schön Pech gehabt bei dem Wetter. Und jetzt starten wir einfach nochmal hier und fahren ein Ründchen für euch. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Und vielleicht hört ihr sogar den René. Auf jeden Fall höre ich ihn atmen. Ich glaube, ich muss oben aufmachen, sonst beschlägt mir das ganze Visier. So, dann hoffe ich, dass die Kameraperspektive passt. Ja, auf jeden Fall hört man gut deinen Motor. So, einfach mal zum Ausprobieren, ob man den René halt hört. Hallo René! Hörst du mich? René, hörst du mich? René! Achso, okay. Aber hören tust du mich, ne? Ja, okay. Nice. Wie gesagt, ich und René probieren einfach mal aus für euch, ob man jetzt auch so den Ton theoretisch von dem anderen aufnehmen kann. Ja, wir fahren einfach hier ein bisschen rum. Beim letzten Mal war ja leider alles hier so nass. Kann auch sein, dass ihr den René gar nicht hört. Das weiß ich natürlich nicht. Aber du hörst mich noch, ne? Ja, ich höre dich noch. Hörst mich noch, ja, ne? Okay. Ja, ich denke mal, das ist, weil wir hier nicht so viel Verbindung haben, ne? Hier oben. Ja, ja, ich denke mal, weil hier oben die Verbindung nicht so gut ausgebaut ist, ne? Gehe ich einfach mal stark von aus. Auf jeden Fall ist der René heute mal nicht mit der Kawasaki Z125 bei, sondern mit der Duke 125, ein älteres Modell. Ich weiß jetzt nur nicht leider, von welchem Jahr das Modell ist. Ja, genau. Ja, ich habe gedacht, wenn du auch redest, vielleicht hört man das. Ich hoffe, dass das klappt, das wäre natürlich mega nice. Dann hätte man wenigstens von dir auch ab und zu mal den Ton. Ja, rechts ist Braubach. Ich würde sagen, fahren wir nach Dornholzhausen runter. Ah, schauen wir einfach mal, oder? Ja, ich war jetzt darauf eingestellt, ob wir geradeaus waren. Auf jeden Fall hier den Sonnenuntergang im Rücken. Sehr schön. Ich hoffe, dass ihr einfach den René hört. Wenn nicht, ja, dann... Ich hoffe es. Wenn nicht, dann ja, ist es halt leider so. Ne? Kann man nichts dran machen. Ich hoffe, dass ihr auch nicht so viele Windgeräusche habt. Ansonsten, ja, und wahrscheinlich hört ihr wieder alles nur auf dem linken oder rechten Ohr, wenn ihr wieder Kopfhörer anhabt, weil ja immer noch mein Mikrofon kaputt ist. Ja, ich weiß, aber ja, ja, kostet halt alles immer Geld, Leute. Ja, normalerweise das, was ich jetzt habe, kostet halt nur 10 Euro, aber ich will mir das Zalman nicht nochmal holen. Wenn, dann wollte ich mir eigentlich das Rode holen. Ich glaube, das kostet zwischen 60 und 80 Euro. Ja, dann hast du halt qualitativ halt schon was Besseres. Die Frage ist halt nur, wenn ich mir irgendwann doch mal einen Sehner holen sollte oder ein anderes, das von Next zum Beispiel, Kommunikationsgerät, dann ist halt die Frage, ist das näher kompatibel, funktioniert das alles? Damit kenne ich mich halt nicht so aus, ne? Weil dann kaufst du halt wieder und wieder und wieder und das will ich mir eigentlich, ja, will ich eigentlich vermeiden, ne? Nonstop irgendwas Neues immer zu kaufen. Man will ja eigentlich einmal kaufen. Klar, das kann auch mal kaputt gehen oder so, weil man sagt ja auch, die GoPro soll eigentlich nicht in Regen. Das ist auch hier das billige Kommunikationsgerät. Habe ich euch ja schon mal ein Video vorgestellt. Soll ja auch nicht in Regen und ich bin bis jetzt schon bestimmt 6, 7 Mal im Regen gefahren, ist noch nie was passiert. Also... Ich sag mal, man kommt auch manchmal mit, zumindest jetzt beim Telefonieren miteinander parat. Ah, super. Ist wieder weg? Ja gut, ist wie es ist. Ja, Verbindung ist halt gekappt, leider. Boah, ich hoffe, die Sonne blendet nicht so. Ich hoffe, dass auch die ganze Zeit das alles passt mit der Kameraperspektive. Ansonsten ist es schlecht. Wenn die Sonne so blendet, dann sieht man gar nicht so gut. Aber wie gesagt, hier wollten wir ja beim letzten Mal langfahren, aber da war es ja hier so regnerisch und alles nass. Ja, das hätte auf jeden Fall keinen gegeben. Und im Endeffekt wollen wir ja auch ein bisschen Spaß haben. Und nicht unbedingt immer am Limit fahren, weil ja, man kennt die Strecken nicht oder so und ja, das macht halt dann auch keinen Sinn, ne? Würde ich einfach mal behaupten. Braubach, 11 Kilometer, Niederbachheim. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal noch ein Stückchen weiter.
Wie gesagt, hier oben bin ich noch nie lang gefahren. Auf jeden Fall schwer ruhig hier oben. Rollsplit. Müsste man noch mal ein bisschen aufpassen, ey. Steht immer Rollsplit, ist halt die Frage, ne? Aber wie gesagt, die Straße ist hier jetzt nicht die beste. Um einfach mal volles Rohr zu pezen, wenn da einer kommt, dann haben wir, glaube ich, ein dickes Problem, ey. Wenn da halt einer in der Kurve kommt, das ist echt, ey, ich weiß nicht, das könnte schief gehen. Sollte nicht, kann aber. So, jetzt kann man natürlich hier schön gucken. Weit aus gucken, deswegen auf jeden Fall den Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr wie hier jetzt gucken könnt, gucken könnt, dann könnt ihr auch mal ein bisschen Gas geben. Klar, mit der Straße und so, man merkt es ja hier, schwer hobbelig und so. Aber es geht noch, finde ich. Gibt schlimmere Strecken. Darf halt nur kein riesen Schlagloch oder so sein, weil wenn einmal der Reifen weggeht, dann zack, zack, liegt man direkt auf der Schnauze. So, wir haben eine kurze Pause gemacht, ein Foto. Da könnt ihr gerne mal bei meinem Instagram vorbeischauen. Ich zeige es euch nochmal. Einfach André, ansonsten Adventure René auch gerne folgen. Wie gesagt, wir haben gerade 2-3 Fotos hier gemacht und fahren jetzt wieder Richtung Heimat. Deswegen theoretisch ein kleines, kurzes Video für euch.